ist. Es geht hier um die Menschheit. Es geht hier um viel mehr als nur um Masken und um Abstand. Nein, es geht darum, dass wir wieder frei sein können. Wie heute. Und das jeden Tag. Er hat vor zwei Wochen einen Beitrag rausgehauen, wo man dachte, okay, ist das jetzt ernst, ist das nicht ernst? Er ist zusätzlich Moderator, Autor, ist beim Radio, Kabarettist, hat eine eigene Sendung und man hätte sagen können, war es vorher erst so ein bisschen die Dunkelheit oder hat er das Licht, was wir hier haben, gespürt und Lust gehabt, uns zu unterstützen. Deswegen bitte nach dem absoluten sympathischen Thomas Berthold, unserem Fußballstar, Fußballlegende, wollen wir jetzt Florian Schröder begrüßen. Hendo! Mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream. Ich komme aus dem Mainstream und bin eingeladen worden von Querdenken 711, weil ich im Fernsehen, im NDR, im Mainstream-Fernsehen aufgetreten bin. Die haben mein Programm aufgezeichnet und es war ein Auftritt ohne Publikum. Wie immer in diesen Tagen, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, um die Wahrheit zu sagen. Und viele wussten nicht genau, ist es Satire, ist es Wahrheit? Was ist Wahrheit, was ist Satire? Das ist die Frage der Gegenwart, und deswegen möchte ich heute mit euch reden, weil ich dachte, man hat mir gesagt, hier in Stuttgart ist die Freiheit. Und ich dachte mir, ich komme nach Stuttgart, weil man mich so nett gefragt hat. Und ich habe gesehen, letzte Woche Berlin, 1,3 Millionen. Und ich sage mal so, wenn in Berlin letzte Woche 1,3 Millionen waren, dann sind hier heute 130.000, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich habe mir auch gesagt, hey, fuck it, wer braucht Berlin, wenn er Stuttgart haben kann? Und deshalb bin ich heute hier, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich möchte vielleicht die Gelegenheit auch mal nutzen und was zu Stuttgart sagen. Ich komme ja selber aus Baden-Württemberg und ich habe auch Stuttgart ausgewählt, weil Stuttgart ist die Stadt von Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, liebe Freundinnen und Freunde, der in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert. Gut, auch er kann nicht so richtig feiern, weil er Abstände einhalten muss. Aber immerhin, es ist die Stadt Hegels und Hegel, das ist der Vater der Dialektik. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoll, aber das muss am Anfang sein. Nachher wird es gleich einfacher. Hegel, das ist der Vater der Dialektik. Was ist Dialektik? These, Antithese, Prothese, das kennen wir noch aus der Schule. Dialektisches Denken, liebe Freunde, das ist es, was uns heute fehlt. Und was kompliziert klingt, ist eigentlich viel einfacher. Und ich möchte es gleich noch viel einfacher machen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, denn auch ich kann im Moment nicht auftreten. Überall müssen Abstände eingehalten werden, nur im Flugzeug nicht. Da sitzen sie alle nebeneinander, genau wie bald im Puff geblasen wird mit Mundschutz. Das machen nicht mal unterwirbelte Staatssekretäre im Gesundheitsministerium mit, liebe Freunde. Ja, das ist. Das sind so die Gags zum Einstieg. Das ist wichtig, damit wir ein bisschen warm werden, denn ich bin Mainstream-Clown und deswegen ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Aber steigen wir ein. Dialektik, Hegel, komplex, machen wir es einfach. Ihr seid fürs Grundgesetz, ich auch. Ihr seid für die Freiheit, ich auch, deshalb bin ich heute hier. Und ich bin sehr frei. Ich bin absolut unabhängig. Und deswegen möchte ich mit euch reden. Ich würde gerne über Pressefreiheit reden. Pressefreiheit, ein wichtiges Gut. Ich würde gerne von euch wissen,
sind unsere Medien gesteuert. Ich will euch ein paar Fakten sagen. Das Gesundheitsministerium von Jens Spahn musste Mitte März kurz vor dem Shutdown mehrere Male Fake News zurücknehmen, dass Einschränkungen des öffentlichen Lebens bevorstünden. Später wurden die Fake News der Fake News zurückgenommen und es kamen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Das Robert-Koch-Institut sagte am Anfang, Masken seien sinnvoll. Und dann sagte es, Masken seien überhaupt nicht sinnvoll. Zuerst gab es täglich eine Pressekonferenz, dann gab es gar keine Pressekonferenz mehr, obwohl das RKI gleichzeitig sagte, wir seien mitten in einer Pandemie. Der Hotspot Ischgl wurde nicht vom RKI identifiziert, sondern vom Hamburger Senat. Woher kommt es, dass das RKI nicht die Nationalmannschaft von Corona ist, sondern ein Viertligist, der es durch Zufall und aus Versehen in die Champions League geschafft hat? Woher habe ich diese Information, die ich jetzt kurz hier vorgetragen habe? Ich habe sie aus dem Spiegel und aus der Zeit. Aus dem Mainstream. Sind unsere Medien also alle gesteuert? Wenn ja, dann stünde das vielleicht gar nicht im Spiegel und in der Zeit. Sind unsere Medien wirklich gesteuert? Dialektik. Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Nächste Frage. Leben wir in einer Diktatur? Okay, Uneinigkeit. Leben wir in einer Corona-Diktatur? Okay. Ich glaube nicht, dass wir in einer Diktatur leben. Auch nicht in einer Corona-Diktatur. Denn wenn wir irgendeine Form von Diktatur hätten, dürftet ihr euch hier gar nicht versammeln, dann dürftet ihr hier gar nicht stehen und ich dürfte hier gar nicht sprechen. Schon deshalb sind wir nicht in einer Diktatur. Und trotzdem waren es in der Geschichte immer die Ausnahmezustände, die die zukünftige Diktatur vorbereitet haben. Dialektik. Wir sehen es. Wenn wir ins Restaurant gehen, müssen wir unsere Daten hinterlassen. Was stellen wir fest? Wenn wir die Daten hinterlassen, gehen sie direkt an die Polizei, damit die leichter Drohschreiben an linksgrün versiffte Bionadespießer verschicken kann, die einen Veggie-Burger bestellt haben. Okay, weniger Applaus. Okay. Nächster Versuch. Ihr seid für Meinungsfreiheit, das finde ich cool. Ich bin auch für Meinungsfreiheit. Mein Beruf lebt von der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Das ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu wohnen, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Meinung ist Buhen. Ich bin der Auffassung, Corona ist eine hochgefährliche Krankheit. Masken tragen, Abstand halten, das einzig Sinnvolle. Okay. Warum hast du keine an, fragt er, der 30 Meter von mir entfernt steht. Geile Frage. Okay. Pass auf, nächste Frage. Ist 2020 das neue 1933? Nein? Sehr gut. Aber vielleicht ist 1929 jetzt. Und wir brauchen noch eine fette Wirtschaftskrise. Und wir sind in einem neuen 1933. Und ich frage euch, wer wird diese Wirtschaftskrise auslösen? Es werden die sein, die sagen,
Wir brauchen keine Masken tragen, weil es Maulkörbe sind. Es werden die sein, die sagen, Bill Gates will uns alle zwangsschippen. Und es werden die sein, die glauben, Corona sei eine Erfindung oder komme aus einem Labor aus Wuhan. Das werden die sein, die die nächste Wirtschaftskrise auslösen, von der die Populisten alle profitieren werden. Das ist lächerlich. Ihr wollt nie das später mit. Das ist meine Botschaft an euch. Freiheit heißt sinnvolle Einschränkungen akzeptieren, liebe Freunde. Scheiße! Und ich trage auch nicht gerne Maske, aber ich tue es. Freiheit, und das ist Dialektik, Freunde. Freiheit heißt, einen wie mich aushalten. Meinungsfreiheit heißt, zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was ihr hören wollt. Der nicht das sagt, was sonst auf solchen Veranstaltungen geredet wird. Ich beleidige euch nicht. Ich behaupte nicht, ihr seid alle Idioten, Verschwörungstheoretiker, alles Quatsch. Ich stelle mich hier hin und rede mit euch und sage euch, ich bin nicht Teil der Regierung. Aber ich habe sicher andere Auffassungen als ihr. Ich habe meine eigene Auffassung. Und ich bin der Überzeugung, dass wir eine sehr gute, sehr bunte Presselandschaft haben und dass wir ein sehr gutes Grundgesetz haben, dass wir in einem Land leben, in dem uns viele andere Länder beneiden, dass wir darin leben. Auch wenn die Regierung Fehler gemacht hat. Das ist meine Überzeugung. Und das müsst ihr aushalten. Das ist gelebte Dialektik, liebe Freundinnen und Freunde. Darum muss es gehen. Und deshalb sage ich, Freiheit ist nicht Verantwortungslosigkeit. Maske abziehen in engen Räumen ist Verantwortungslosigkeit. Freiheit heißt Respekt haben. Eine Freiheit, die sich nur als Verantwortungslosigkeit zeigt, ist das Ende der Freiheit. Damit legt ihr euch die Ketten an, die ihr nicht haben wollt und die ich nicht haben will. Deswegen, Freiheit, wenn wir sie vom Anfang her denken, heißt vernünftig sein und sich nicht verleiten lassen von falschen Propheten, die glauben, dass sie die Wahrheit haben. Das heißt selber denken. Das heißt Querdenken. Vernünftig sein und nicht Glaubenssätzen folgen. Freiheit heißt, dass ich selbst entscheide. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Verhindert die Diktatur, indem ihr vernünftig seid. Maske auf, Abstand halten, nachdenken. Arsch aufwischen.